Im Salzburger Flachgau, genauer gesagt in Koppel, ist die Familie Brommecker zu Hause. Und schon von der Bundesstraße aus sieht man, dass hier ein Energieeffizienzexperte am Werk war. Mehrere Ideen sind hier zusammengekommen. Nachdem die Tochter ihr neues Haus gebaut hat, hat man sich auch im Elternhaus neu orientiert und gesehen, dass energiespartechnisch heutzutage einiges möglich ist. Wir haben also die Ölheizung rausgerissen, haben das ersetzt durch eine Wärmepumpe mit einer Tiefenbohrung, das sozusagen die Wärmeenergie und die Energie für das Brauchwasser bringt. Wir haben das unterstützt mit der PV-Anlage. Wir haben eine Südost- und Westausrichtung in der PV-Anlage. Ich habe eine Ladestation für mein Elektroauto und das Elektroauto kann ich eben lade ich zu 100% zu Hause. Dazu allerdings noch etwas später. Auch die Pumpe des Schwimmteichs, der den Garten von zwei Einfamilienhäusern verbindet, wird mit Koppler Sonnenstrom betrieben. Und dass das auch gut sauber bleibt, das Ganze, braucht man Schwimmbadtechnik mit einem Filter, da haben wir Pumpen. Und die Pumpen braucht natürlich auch einen Strom. Mhm. Und die rennen so, ich sage einmal, über den Tag um 10 Stunden. Auf das Jahr hochgerechnet verbraucht die Pumpe etwa 1500 Kilowattstunden. Dieser Strom wird durch drei Photovoltaikanlagen erzeugt, die eine Leistung von 15,6 kW Peak haben. Die PV-Anlagen am Hausdach schauen nach Osten und Westen, die vor dem Grundstück nach Süden. Kommen wir jetzt aber zur Gartensauna. Ja, und da ist unser Sauna, die wir sehr, sehr oft nutzen. Ich denke, so 40 Mal im Jahr sind wir da in der Sauna herinnen. Wir können den Sonnenstrom direkt da verbrauchen und das, was zu wenig ist, kriegen wir über unsere Batterie, die wir im Keller unten haben. Dadurch die Sauna eine Außensauna ist, braucht man eine hohe Leistung. In diesem Fall werden für den Betrieb 12 kW benötigt. Bevor es aber in den Keller zur eigentlichen Technik geht, machen wir noch einen Abstecher zum schon angesprochenen Elektroauto. Ja, da habe ich mein Elektroauto. Dieses Elektroauto kann ich mit meiner PV-Anlage, mit dem Koppler Sonnenstrom laden. Von der PV-Anlage, die am Dach bzw. vorne auf der Mauer oben ist, geht es direkt dann über die Ladestation ins Auto rein. Im Auto drinnen habe ich dann einen Speicher mit ca. 36 Kilowattstunden. Da kann man dann in etwa 200 Kilometer mit dem Auto fahren. Übrigens ist das Elektroauto ein optimaler Speicher für selbst erzeugten Strom. Ein Projekt wie dieses gehört natürlich gleich zu Beginn natürlich auch mit dem Stromnetzbetreiber, das ist die Salzburg Netz GmbH, besprochen und abgestimmt, damit man die Anforderungen des Stromnetzes gleich in der Planung mit dabei hat. Das ist wichtig, damit es dann einfach problemlos über die Bühne geht. Eine Photovoltaikanlage, aber noch viel mehr ein Akku oder ein Elektroauto sind für Stromnetz interessante Komponenten. Besonders interessant sind sie dann, wenn sie vom Stromnetz auch gesteuert werden können oder mit beeinflusst werden können. Warum? Dann, wenn Stromüberschuss im Netz ist, viel Sonnenschein zum Beispiel, dann kann das Stromnetz solche Anlagen in Betrieb nehmen, die verbrauchen dann Strom. Oder im Gegenteil, wenn Strommangel herrscht oder Lastspitzen sind, dann kann das Stromnetz solche Anlagen sogar als Energieerzeuger, als Stromlieferanten nutzen. Und so macht das System gesamtheitlich natürlich viel mehr Sinn. Far from here.